Es geht wieder weiter mit Let's Play Oblivion und wir machen weiter mit der Arena. Ihr werdet wohl nicht aufhören, bis ihr endlich Meister seid, oder? Na gut, das blaue Team braucht so viel Ruhm, wie es kriegen kann. Nach diesem letzten Kampf dürfte dieser Gegner die reinste Erholung werden. Ein Khajiit in schwerer Kleidung, wahrscheinlich mit einem Schwert. Damit werdet ihr schon fertig. Erstmal heile ich mein Schwert. Und mein Bogen. Mein Helm muss warten. Der ist ein Opfer. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Fast verspürt man Mitleid mit dem Khajiiten des gelben Teams. Ist doch der Gladiator der Blauen ein Kämpfer, den... Das ist ganz schön bescheuert. Sehen wir, wie sie sich schlagen. Wir haben dasselbe Schwert. Ein ausgeglichener Kampf. Tut euer Schlimmstes. Hey, du heilst dich. Du bist einer von denen. Das heißt, ich muss es auch machen. Ich will doch kein Außenseiter sein. Hey. Das war interessant. Warum bin ich gesprungen? Ich fände es schön, wenn die Rolle in diesem Spiel noch richtig funktionieren würde. Und das war ganz schön knapp. Der Sieger steht fest. Bejubelt den Kämpfer des blauen Teams. Da lang. Vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Ich sollte nie die Hand von der Maus nehmen. Ihr habt dieser Katze gezeigt, wessen Krallen schärfer sind, oder? Genau das habe ich erwartet. Hier habt ihr euer Gold. Jetzt geht euch säubern. Ihr seht grauenhaft aus. Danke. Aber ich brauche ein paar Tränke. Ja, Tür. Ich wüsste gerne, wo ich billig Lebensenergietränke herbekomme. Ist ja praktisch. Müsste ich mal nachgucken. Nein. Da ist eine Ratte. Khajiit. Egal. Warum rennt ihr immer alle zu mir? Ich habe alles, was ein... Was darf ich euch anbieten? So, was macht denn Lebensenergie? Bei Fusan. Eberfleisch? Frauenmantelblätter? Brut des Steinpilzes. Schinken. Schinken ist gut. Wo bekomme ich Schinken her? Nein, nicht Rindfleisch. Schinken. Das. Dann das hier. Ich hätte es euch nicht so billig verkaufen sollen. Ja, das hättest du nicht tun sollen. Ihr seid ein harter Falscher. Okay, ich glaube, ich habe eine ungerade Anzahl gekauft. Aber egal. Und? Lebt wohl.
Ist jetzt immer noch billiger gewesen, als wenn ich mir einen Trank gekauft hätte. Drei Tränke sollten erstmal genügen. Da ist meine Fahne. Da ist die gegnerische Fahne. Wir könnten theoretisch auch mal wetten. Da gab es, glaube ich, irgendein System dahinter. Aber erstmal machen wir die Arena. Was ist ein Gladiator ohne Arena? Also los jetzt und schlagt ein paar Schädel ein. Ach übrigens, noch ein Kampf und ihr werdet wieder erhoben. Das geht schnell. Dieser nächste Gegner ist ein Bretone. Er sieht ein wenig aus wie ein Stutzer, aber mit einem Schwert in der Hand ist er tödlich. Er hat mehr Erfahrung als ihr, also seid auf der Hut. Okay. Vielleicht sollte ich mal wieder speichern. Nur zur Sicherheit. Ich meine, falls ich den nicht schaffe, habe ich immer noch einen Trick. Ihr habt dafür gebetet und die Kämpfer haben dafür geblutet. Für einen Aufstiegskampf mit hohem Einsatz. Wollen wir sehen, wer das Zeug dazu hat, euer neuer Held zu werden. Hey, der trägt auch mein Schwert. Und der hat einen Schutzzauber. Ich sollte mir eventuell auch mal einen Gegenstand mit Schutz verzaubern lassen. Jetzt ist Schluss. Ich mag diese Rolle nicht. Die funktioniert erst, wenn man dreimal auf Leertaste gedrückt hat. Tatsächlich. Es waren genau dreimal. Jetzt zweimal hintereinander. Schon wieder dreimal. Oh. Ich bin tot. Ja. Das war dumm. Aber der ist machbar. Ich war nur blöd. Zum einen, weil ich davor keinen Trank genommen habe und zum anderen, weil ich das eine Mal geschlagen hat, als er geschlagen habe. Andersrum, als er geschlagen hat und ich geschlagen habe. So. Deutsche Grammatik. Dieser Kampf ist schon entschieden. Da muss ich immer ausweichen. Hey, teleportier dich nicht. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Was stimmt mit diesem Spiel nicht? Wann habe ich das wohl kaputt gemacht? So. Jetzt teleportierst du dich nicht mehr. Noch einmal den Zauber machen. Los. So. Und jetzt.
Mit dem Sieg über diesen Bretonen habt ihr euren Aufstieg perfekt gemacht. Es ist schon lange her, dass ich das zuletzt gesagt habe. Glückwunsch, mein Held. Ihr steht vor einer Kraftprobe mit dem besten Mitglied des gelben Teams. Asura weiß, dass ihr das beste Mitglied des blauen Teams seid. Hm. Der erste Held aus dem gelben Team, euer erster Gegner, ist ein Kaiserlicher in schwerer Kleidung. Er kämpft mit einem Akaviri-Langschwert. Ich will dieses Schwert. Nur, dieser Typ war früher eine Klinge. Das ist schlecht. Ihr wisst schon, einer von den Jungs, die den Kaiser beschützen. Er ist ein ausgebildeter Schwertkämpfer. Haltet also euren Kopf unten. Ich werde es versuchen. Und nur zur Sicherheit, damit ich nicht während dem Kampf an Stärke verliere. Oder Leben. Oder komplettes Leben. Vielleicht ist... Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Seht nun, wie zwei Helden in der Kampfgrube uns eine epische Schlacht bieten, die eines Liedes würdig ist. Kämpfer, beginnt! Es ist blöd, dass die Akaviri-Rüstung schwere Rüstung ist. Das wäre nämlich cool, im Let's Play damit zu kämpfen. Aber ich bin auf leichte Rüstung getrimmt. Und glaubt mir, ihr wollt kein Let's Play von mir sehen, wo ich hier mit schwerer Rüstung spiele. Es dauert nämlich 10 Jahre länger. Weil ich einfach so langsam damit bin. Zumindest mit diesem Charakter. Haltet euren Kopf unten. Der Typ hat kaum was gemacht. Der konnte nichts. Egal. Die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Noch einmal den Zauber. Und weiter geht's. Einen Helden der Arena zu besiegen ist eine Sache, aber ein früheres Mitglied der Klingen? Ihr müsst von den Göttlichen gesegnet sein. Ihr seid ein Held, mein Freund. Diese Menschenmenge ist nur aus einem Grund hier, um zu sehen, wie ihr das gelbe Team vernichtet. Nun gebt ihnen, was sie wollen. Gut jetzt, Held. Der nächste Gegner ist ein Hochelfenzauberer, ein Meister in der Schule der Zerstörung. Aber wartet, es wird noch schlimmer. Er benutzt einen verzauberten Schild, den grauen Aegis, der ihm einige magische Abwehr verleiht. Ja, nur magische. Eure einzige Chance ist der direkte Angriff. Das... Drängt nach vorn und gebt ihm keine Chance, einen Zauber anzubringen. Ich will nicht eure Asche aus der Arena fegen müssen. Das heißt, ich kann mich komplett auf meine Heilung konzentrieren. Hat auch was. Zumindest wenn ich dran denke. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Klatscht in die Hände und erhebt eure Stimmen für zwei waghalsige Helden, die die Grundfesten. Ich bin ein sehr seriöser Held. Schließt die Tore. Hey. Wie hat er das gemacht? Wie viel Schaden hat er mir gemacht? Was zur Hölle? Der Typ tötet mich mit 3 Schuss. Wie soll ich das machen? Der bringt mich mit 2 Schuss fast um. Da habe ich noch ein Herz. Leben. Was auch immer. Ist mir egal. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der... Habe ich Feuerschutztränke? Ich meine, ich weiß, was er für Magie benutzt. Nein, Schock. Feuer da. Aber ich glaube, 15% wird mir nicht so viel bringen. Stimmen für 2 waghalsige Helden, die die Grundfesten der Arena erschüttern werden. Schließt die Tore.
Das ist ja dermaßen unfair. Jetzt fallt um und verblutet. Ja, aber im Nahkampf benutzt er nicht sein... Sag jetzt, was ich gesagt habe. Wow. Habe ich noch mehr Dings entziehen? Nein. Was macht Willenskraft? Euren Einfluss gegen Magieangriffe. Klingt doch gut. Aber es wiederherstellen, das bringt mir nichts. Hm. Das hier könnte ich noch machen. Ja, der Rest bringt mir nichts. Noch einmal das hier. Oh, Mist. Nein, nein. Boah, knapp. Der Sieger steht fest. Bejubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ich habe zwischendurch auch nichts gezaubert, weil ich dann mein Schild hätte Schwert hätte runternehmen müssen und dann hätte er mich noch schneller schlagen können. Und das wäre ein Problem gewesen. Lasst mich ehrlich sein, Held. Mit den Siegen, die ihr schon in der Tasche habt, wusste ich einfach, dass dieser Elf keine Chance gegen euch hat. Er hat mich einmal getötet. Hier habt ihr euer Gold. Ihr seid am Ende eines langen Wegs angelangt, Held. Dies ist das letzte Mal, dass ihr gegen das gelbe Team antretet, bevor ihr zum Meister erhoben werdet. Geht in die Arena und sorgt dafür, dass das Volk von Cyrodiil niemals vergisst, dass ihr das gelbe Team in die Knie gezwungen habt. Gut, jetzt ist es soweit. Euer letzter Kampf gegen das gelbe Team. Ich schätze, sie haben sich das Beste für zuletzt aufgehoben. Warum drei? Die drei Besten, um genau zu sein. Ihr tretet gegen einen Schwertkämpfer, einen Bogenschützen und einen Zauberer an. Kein Zauberer. Zwei Kämpfer aus den niedrigeren Rängen und dazu den Meister des gelben Teams davon. Wenn ihr alle drei besiegt, steigt ihr zum Meister auf. Ich weiß, dass ihr das schafft. Jetzt geht dort hinaus und zeigt allen, warum ihr an der Spitze steht. Wo ist eigentlich der Eingang zum gelben Team? Da ist noch etwas. Ich habe das Schweinekotelett in die Arena geschickt, um euch zu helfen. Er wird wenigstens einen von ihnen ablenken. Viel Glück. Wenn ich Glück habe, auch alle drei. Aber dann nicht so lange. Schweinekotelett ist übrigens der Eber, der hier drin war, den ich abschießen wollte. Okay. Diesen Kampf machen wir aber in der nächsten Folge.